Was ich erklären wollte, ist, und das wurde ja auch schon ein bisschen nachgefragt, die Grundstruktur der buddhistischen Lehre. Ich habe zwar den inneren Geist versucht darzustellen anhand des Lebens des Buddha, das ist auch sehr wichtig, aber natürlich hat der Buddha sich extrem analytisch und rational ausgedrückt, was seine Lehre angeht. Wir können wirklich sagen, dass der Buddhismus eine rationale Religion ist, die voll auf der Höhe unserer Zeit ist, was Rationalität angeht. Sie hat allerdings etwas an sich, was über Rationalität hinausgeht. Aber wir sollten nie verwechseln, was über die Rationalität hinausgeht und was davor zurückbleibt. Das hat der amerikanische Autor Ken Wilber sehr deutlich gemacht, indem er drei Phasen unterscheidet. Eine Präphase, eine Hauptphase und eine Transphase. Und wir sollten nie die Präphase mit der Transphase verwechseln. Viele Menschen interessieren sich für Meditation, weil sie nicht mehr so viel nachdenken möchten, weil es irgendwie zu anstrengend ist oder was. Und dann denken sie, Meditation bedeutet nicht mehr zu denken. Das wäre dann eine Verwechslung. Das wäre die Prärationalität, aber nicht die Transrationalität. Genauso gibt es eine gewisse Sehnsucht, seine Persönlichkeit sozusagen aufzugeben oder an der Garderobe abzugeben, weil jeder, der eine Person ist, hat entsprechend auch Schwierigkeiten, weil er sich als Person wahrnimmt und sich seiner selbst bewusst ist. Und dann denkt man vielleicht auch, dass man in der Meditation einfach sich vergisst als Person und dann nicht mehr existiert und dann auch keine Probleme hat. Freud hat es tatsächlich so gesehen. Er hat Meditation verstanden als ein Zurückkriechen in den Mutterleib oder als ein ozeanisches Gefühl, wo alles verschwimmt. Das ist völlig falsch. Da hat er sich wirklich 100% geirrt. Sondern das ist eben eine präpersonale Phase, die es natürlich gibt in der menschlichen Entwicklung. Aber das Bewusstsein des Buddha ist eine transpersonale Phase. Das heißt, der Buddha hat alles voll ausgeschöpft, was die Rationalität angeht, was das wissenschaftliche Denken, was das rationale Denken angeht. Und hat darüber hinaus festgestellt, was heute auch die moderne Wissenschaft immer deutlicher herausarbeitet, dass die Rationalität noch eine Stufe bedarf, die darüber hinausgeht. Dass der Verstand und das begriffliche Denken die letztliche Realität niemals vollständig begreifen kann. Das pfeifen heute wirklich die Spatzen von den Dächern, wenn man bei den Physikern nachfragt oder so weiter. Das ist eine anerkannte wissenschaftliche Erkenntnis, dass die Rationalität die letztliche Realität nicht voll erfassen kann. Und das hat der Buddha auch immer deutlich gemacht und hat deshalb auch Meditation dargestellt, mit dem man eine Ebene erreichen kann von Transrationalität oder auch Transpersonalität. Das heißt, wo das, wie wir uns im Moment als Person empfinden, tatsächlich relativiert wird und man sich anders wahrnimmt. Das heißt aber nicht, dass man sich seiner selbst nicht mehr bewusst ist. Das sollten wir nicht vergessen. Also der Buddha hat sich sehr rational ausgedrückt. Und es ist der richtige Weg der Meditation, ist, dass man zunächst eine Sache richtig versteht, begrifflich versteht, rational versteht und dann versucht in der Meditation das quasi ins Herz hinunter zu lenken und eine Erfahrung herbeizuführen. Diese Erfahrung ist in der Tat dann etwas, was man nicht mehr in Worten vollständig ausdrücken kann. Aber sie ist herbeigeführt worden durch das richtige Erfassen der Realität. Und natürlich benutzt der Buddha die Begrifflichkeit und das Denken, um uns überhaupt zu vermitteln, was er erfahren hat. Wenn er wirklich gemeint hätte, man könnte das gar nicht vermitteln, was er erkannt hat, dann hätte er sicherlich wirklich nichts gesagt und nur geschwiegen. Aber der Buddha hat 84.000 Unterweisungen gegeben, also muss er irgendeine Hoffnung gehabt haben, dass wir was verstehen. Und was er gesagt hat, lässt sich alles zusammenfassen in den vier edlen Wahrheiten. Worum geht es in diesen vier edlen Wahrheiten? Es geht eigentlich um die Grundfrage, die im Buddhismus eigentlich die Grundfrage überhaupt ist. Wie vermeide ich Leiden und wie entwickle ich Glück? Nichts anderes ist die Grundfrage des Buddhismus, weil es genau die Grundfrage ist, die alle Lebewesen sowieso immer haben, nach buddhistischer Sicht. Jedes Lebewesen, auch Tiere, haben ständig die Frage, wie kann ich ein Leiden vermeiden, beziehungsweise wie kann ich Glück erlangen? Wenn eine Ameise über den Weg läuft, ich habe auch gerade welche im Zimmer, ich sehe das sehr genau, wenn da was Süßes liegt, dann kommen sie halt hin und sich Glück versprechen. Wenn ich dann dazwischen trete und den Finger vorhalte, dann laufen sie weg, weil sie offenbar Angst haben. Das ist ein deutlicher Hinweis, dass es sich um Lebewesen handelt. Sie haben einen Geist, sind nicht einfach ein Stein oder sowas, oder ein Stock, sondern es sind Lebewesen. Und sie haben sehr, sehr archaische Formen von Glück- und Leidempfindung und auch entsprechenden Strategien. Die Hauptstrategie ist weglaufen und dahinlaufen. Da hat der Mensch natürlich viel komplexere Strategien. Ja, also Flucht und Angriff kommt dann noch teilweise hinzu als Präventivmaßnahme bei höheren Lebewesen, bei Menschen auch teilweise als einzige Maßnahme.
Aber grundsätzlich hat der Mensch wesentlich subtilere Strategien zu bieten, um Glück zu erlangen und Leid zu vermeiden. Zum Beispiel in unserem Jahrhundert können wir sehen, die Hauptstrategie ist offenbar, dass man Wissenschaft und Technik voll entwickelt. Und das klappt auch in gewissem Maße. Man hat bestimmte Krankheiten tatsächlich verringert, zumindest in unserem Teil der Welt. Man hat gesehen, dass man sie offenbar nicht völlig beseitigen kann. Da kommen wir zum Thema Karma zurück. Sicherlich haben Wissenschaftler geglaubt, man könnte die Seuchen einfach völlig beseitigen. Aber es scheint der Fall zu sein, dass wenn man eine beseitigt, eine andere neue hervorkommt. Da muss man sich fragen, ob das noch andere Ursachen hat, dass wir mit diesen Krankheiten geplagt sind. Oder ob es möglich ist, allein mit äußeren Mitteln, mit medizinischen Mitteln, alle körperlichen Leiden von uns zu nehmen. Das würde der Buddha sicherlich bestreiten. Aber trotzdem hat es gewisse Erfolge und dass wir im Winter oder in kälteren Jahreszeiten in der Heizung sitzen können und ziemlich lange leben heutzutage, das ist alles sehr, sehr positiv. Nur wenn wir uns fragen, und ich glaube auch, dass die ersten Wissenschaftler eine sehr gute Motivation hatten, wir sollten das nicht negativ sehen. Sie wollten der Menschheit mit Sicherheit helfen. Nur müssen wir jetzt am Ende des 20. Jahrhunderts feststellen, dass nicht das erzielt worden ist, was wir uns eigentlich versprochen haben, nämlich dass wir alle ein wirklich sehr, sehr gutes Glück haben und sehr zufrieden sind und so weiter, sondern gewisse Probleme scheinen sich sogar noch vermehrt zu haben. Wenn man zum Beispiel die psychischen Probleme sieht, scheinen sie im Westen größer zu sein als in Asien. Wir haben gerade drüber gesprochen. In Asien gibt es konkret viel, viel mehr Leiden und Probleme. Trotzdem scheinen die Leute ziemlich entspannt und locker drauf zu sein, oftmals. Da fragt man sich, was ist denn nun los? Die haben wesentlich mehr Probleme und denen geht es trotzdem geistig besser. Aber der Buddha würde das selbstverständlich halten, weil sobald man einen Wunsch befriedigt kriegt, hat man 10 weitere und so weiter. Daraus ergeben sich entsprechende Ängste, dass man irgendwas, was man meint, unbedingt haben zu müssen, nicht erlangt. Das ist ganz natürlich. Gut, ich will deshalb nicht sagen, dass man die Wissenschaft aufgeben sollte, nur die Motivation muss ergänzt werden. Es ist heute auch allgemein gut, jetzt nicht nur im Buddhismus, dass Wissenschaft alleine uns nicht das erwünschte Glück geben kann. Dass es unsere Ängste, unsere psychischen Probleme, unsere Partnerschaftsprobleme keineswegs lösen kann, sondern teilweise sogar verstärkt. Von den ökologischen Problemen will ich gar nicht sprechen. Die haben sich natürlich auch durch die wissenschaftliche Entwicklung eigentlich erst ergeben. Das heißt nicht, dass wir sie nicht in den Griff kriegen können, aber es erfordert offensichtlich eine andere geistige Haltung, damit diese Dinge wirklich nützlich für uns werden können. Der Dalai Lama ist keineswegs ein Gegner von Wissenschaft, aber er macht sehr deutlich, dass es eine Ergänzung bedarf. Im Buddhismus spricht man von 5 Wissensgebieten. Das sind 4, so wie die äußeren Wissenschaften und Medizin und so weiter. Und dann gibt es die innere Wissensgebiet, das ist Religion. Und man sagt, wenn das Innere stimmt, dann sind alle anderen auch in Ordnung. Wenn das Innere aber nicht stimmt, dann werden die anderen Wissensgebiete oft zur Plage. Das ist in einer Zeit, wo es Atombomben und ökologische Katastrophen gibt, sehr offensichtlich. Wenn die innere Haltung nicht stimmt, dann werden Dinge, die eigentlich zum Wohl der Menschen gedacht sind, zum Problem, zum Verhängnis, weil sie benutzt werden mit falschen Motiven und so weiter. Das können wir heute alle offensichtlich sehen. Also ist klar, und wir wissen ja auch alle, dass wenn es uns schlecht geht, dass wir ziemlich drauf pfeifen, ob wir 35 Kabelprogramme haben oder nicht. Es geht uns dann einfach schlecht, es hilft uns nicht. Und ich sagte ja schon, wenn man in einer Krisensituation ist, wenn man einen kleinen Einblick in das eigentliche Leben, seinen leidhaften Aspekten gewonnen hat, meistens ergibt sich das, wenn man etwas älter wird, zumindest über 30 ist, die meisten, die zu uns kommen, sind nun mal über 30 und das ist sicher nicht zufällig. Davor interessiert man sich am Rande für Buddhismus, aber die volle Dynamik des Buddhismus wird wohl erst deutlich, wenn man einige Probleme erlebt hat oder sich deutlich macht, dass es wohl nicht alles so laufen wird, wie man sich das gewünscht hatte. Und dann guckt man nach tiefgründigeren Techniken. Eben der Mensch ist wirklich sehr intelligent. Er hat noch mehr drauf, als nur zu flüchten oder anzugreifen. Er überlegt sich, was er tun kann. Und natürlich geht er dann durchaus mal aufs geistige Gebiet und fragt sich, ob da nicht was zu holen ist. Man interessiert sich vielleicht für Philosophie, Psychologie und Religion. Natürlich ist es naheliegend. Und dann können wir allgemein können wir ja unterscheiden, die spirituelle Seite und die nicht so spirituelle. Und eben angesichts von Leiden bleibt dem Mensch kaum ein Ausweg als auf die spirituelle Seite, weil nirgendwo sonst wird er eine Lösung finden. Menschen, die relativ wach sind und intelligent, nicht im Sinne, dass sie viel gelernt haben, aber irgendwie doch wissen wollen, wo es lang geht und auch aufrichtig sind, die werden irgendwann feststellen, dass es wohl keinen anderen Weg gibt. Wir stellen ja fest, dass Leute die größten Hollywood-Schauspieler sein können und sich doch für Buddhismus interessieren.
Sie haben eigentlich alles erreicht, was man sich in der äußeren Welt nur vorstellen kann. Sie werden als die schönsten Menschen angesehen, als die reichsten und sehr einflussreich und so weiter. Und trotzdem scheinen Sie geistig in der gleichen Situation zu sein wie wir, teilweise in der schlechteren offenbar. Und interessieren sich dann plötzlich für etwas ganz anderes offensichtlich, wie zum Beispiel Buddhismus oder andere Religion. Meiner Meinung nach ist das ganz natürlich. Sie sind sozusagen an der Decke angestoßen und merken, da geht's nicht weiter. Das ist ähnlich wie beim Buddha eben. Er hatte allen Reichtum seiner Zeit und konnte deshalb feststellen, so geht's nicht. Solange man glaubt, da oben wäre noch was, solange macht man weiter, auf der gleichen Richtung. Ich sage ja nicht, dass es nichts gibt. Man muss nur erkennen, in dieser Richtung geht's irgendwie nicht weiter. Das ist eben Entsagung oder ein Wechsel. Das heißt nicht, dass man all seinen Besitz wirklich aufgibt, sondern es bedeutet, dass man innerlich nicht mehr die Illusion hat, wenn man irgendwie berühmt wäre, wenn man mächtig wäre, wenn man viel Geld hätte, würde es einem wirklich so gehen, wie man sich das gewünscht hat. Sondern man macht sich ein für alle Mal klar, und da war der Buddha äußerst radikal, dass es da kein endgültiges Glück zu holen gibt. Wahrscheinlich glauben wir alle doch irgendwie noch, naja, es müsste noch ein bisschen, da noch ein bisschen und das Problem weg, dann wird es mir gut gehen. Aber es ist keine Hoffnung. Aber tatsächlich gibt es eine Möglichkeit, nämlich wenn man wirklich den religiösen Weg geht, dann wird man zum Beispiel vielleicht zu den theistischen Religionen neigen und wird sich über Gott Gedanken machen und sich auf ein höheres Wesen richten und sich nach dessen Geboten verhalten. Und tatsächlich wird man dadurch, meistens, wenn man nicht fundamentalistisch dann wieder seinen Weg geht, eine Lebensperspektive finden, die sicherlich sinnvoller ist, wodurch man mit seinen Mitmenschen besser klarkommt und auch eine gewisse Hoffnung über dieses Leben hinaus hat, eben eine gewisse Transzendenz. Der Buddhismus gehört sicherlich auch zu dieser spirituellen Seite. Nur es gibt eine Akzentverschiebung. Im Buddhismus ist nicht das Wesentliche die Hinwendung auf ein, vor allem nicht auf ein allmächtiges Wesen, das das Schicksal der Wesen von seiner Seite bestimmt, sondern es geht im Wesentlichen um Geistesschulung. Das heißt, die Ursachen für Glück und Leid liegen nach buddhistischer Auffassung hauptsächlich in einem selber. Äußere Wesen können einem helfen oder schaden, wie wir schon gesprochen haben. Und der Buddhismus glaubt an göttliche Wesen, jede Menge Buddhas. Wir haben sogar noch mehr Götter als alle anderen Religionen zusammen. Aber diese sind keineswegs Schöpfergötter oder bestimmen unser Schicksal nach Belieben, sondern es sind Wesen, die sich weiterentwickelt haben als wir und uns entsprechend helfen können. Sie können uns auch segnen. Wir können zu ihnen beten, wie auch Christen zu Gott beten. Aber das Wesen dieser letztlichen Wesen ist eben ein bisschen anders definiert im Buddhismus. Praktisch kommt es auf das Gleiche hinaus. Der Buddhist geht in den Tempel und betet zu irgendeinem göttlichen Wesen und der Christ auch. Es gibt ja nur gewisse Unterschiede, wie er sich den letztlich vorstellt. Aber ob der einzelne Gläubige das überhaupt wahrnimmt, möchte ich bezweifeln. Es hat allerdings philosophische Aspekte eben, ob man an das eine oder andere glaubt. Grundsätzlich handelt es sich in jedem Fall um spirituelle Wege und einen sehr viel tiefgründigeren Weg, um zu wirklichem Glück zu kommen. Und wie gesagt, im Buddhismus ist der wesentliche Aspekt der Geistesschulung, der allerdings unterstützt wird von göttlichen Wesen und ohne deren Unterstützung wird es einem kaum gelingen. Genauso wie man natürlich einen Lehrer braucht, sonst wird einem die besten Lehren nichts helfen können. Irgendwie muss man sie vermittelt bekommen. Darüber hinaus mag es auch noch andere Einflüsse geben, die heilige Wesen auf uns haben. Aber das ist natürlich schwerer zu verstehen. Aber wenn wir von unserer Seite nicht ein wenig entgegenkommen, glaubt man aus buddhistischer Sicht nicht, dass es einfach so von selber geschehen wird. Dass uns irgendein Wesen von außen einfach erlösen könnte, ohne dass wir auch nur Vertrauen haben zu diesem Wesen. Ich verstehe den protestantischen Gnadenbegriff auch nicht so, dass man gar nichts tun soll, einfach die Hände in den Schoß legen und schon erlöst ist. Ich verstehe den Gnadenbegriff eher so, dass man nicht mehr glaubt, mit egozentrischen Motiven so irgendwie das Heil erreichen zu können und sich dann eben hingibt einer höheren Macht, die in dem Fall Gott genannt wird. Aber im Buddhismus würde man das natürlich mehr innerlich interpretieren. Gut, aber es gibt sicher verschiedene Auslegungen. Im ersten Moment erscheint es widersprüchlich, aber weil man im Buddhismus sicherlich sagt, dass beides zusammenkommen muss, die eigene Bemühung und die Fähigkeiten eines höheren Wesens. Und dann gibt es in der Tat große Weiterentwicklung. Das Ganze hat der Buddha in den vier edlen Wahrheiten eben ausgedrückt. In der ersten edlen Wahrheit hat er das Leiden dargestellt, in der zweiten die Ursache des Leidens. In der dritten edlen Wahrheit hat er das Glück dargestellt und in der vierten die Ursache des Glücks. Das ist eigentlich der ganze Inhalt. Es wird ein bisschen komplizierter ausgedrückt von den Worten her. Eben die erste edle Wahrheit ist sozusagen die Wirkung der zweiten edlen Wahrheit und die dritte edle Wahrheit ist die Wirkung der vierten edlen Wahrheit.
In der Realität tritt immer erst die Ursache und dann die Wirkung auf. Aber der Buddha hat aus pädagogischen Motiven erst die Wirkung genannt und dann die Ursache, weil uns die Wirkung zuerst auffällt und wir dann nach der Ursache fragen. Das hörte sich jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert an, aber grundsätzlich stellen wir natürlich erst das Leiden fest und fragen dann, was die Ursache des Leidens ist. In der Realität war natürlich erst die Ursache des Leidens und dann das Leiden. Genauso werden wir erst nach dem Heil oder nach dem Glück fragen und uns dann schauen, was die Ursache dafür ist. In der Realität muss zuerst die Ursache gesetzt werden und dann tritt das Heil ein. Aber so lehrt der Buddha eben aus Erbarmen, so dass wir es verstehen können. Und vor allem scheint es notwendig, dass wir zunächst verstehen, dass unsere Situation im Moment keineswegs so unproblematisch ist, wie es uns vielleicht im ersten Moment erscheint, wenn wir sehr naiv sind. Wie gesagt, die meisten, die sich für Buddhismus interessieren, haben schon festgestellt, dass es nicht so unproblematisch ist. Aber das ist auch tatsächlich nötig. Wenn man keine Einsicht in das Leiden erstmal gewinnt, wird man überhaupt kein Streben nach einem echten Glück entwickeln können. Wie sollte das sein? Wenn man wirklich denkt, es geht einem sehr, sehr gut und man täuscht sich selber sozusagen, gibt es keinerlei Möglichkeit, sinnvolle Mittel zu ergreifen, damit es einem wirklich dauerhaft besser geht. Natürlich können wir uns betrügen und wir können auch Drogen nehmen und so weiter und ein zeitweiliges Glück herstellen, aber das ändert nichts an unserer Grundsituation, dass das Leiden zwangsläufig kommen wird, solange wir in Unwissenheit leben. Und deshalb hat der Buddha mit sehr großer Konsequenz uns deutlich gemacht, dass unser derzeitiger Zustand leidvoll ist. Das bedeutet nicht, dass wir immer nur Kopfschmerzen haben, dass es uns immer nur schlecht geht. Das wäre ja ganz falsch. Das sehen wir ja. Es bedeutet schon eine tiefere Form von Leiden. Der Buddha spricht nicht nur von körperlichen Leiden oder von groben Leiden. Er spricht mehr von einem existenziellen Leiden, würden wir es heute vielleicht nennen. Dem Leiden der Unbefriedigung, dass wir immer noch mehr haben müssen und niemals genug kriegen. Dem Leiden der grundsätzlichen Unsicherheit, dass wir nie wissen, ob die Sache, die wir jetzt erreicht haben, wirklich so bleibt oder im nächsten Moment umkippt. Natürlich Leiden wie Tod, Alter, Krankheit, die wir sehr offensichtlich sehen. Aber dann auch das Leiden des Wandels, das heißt, alles Angenehme, was wir erleben, wird zwangsläufig immer wieder unangenehm, wenn wir es nur längere Zeit zu uns nehmen, sozusagen. Das kann man bei Essen sehr schön sehen. Wenn man wirklich hungrig ist, ist Nahrung natürlich das Beste, was man sich vorstellen kann. Aber wenn man dann immer weiter essen würde, wird man auch merken, dass es nicht aus sich heraus Glück bedeutet. Wenn etwas wirklich Glück ist, dann muss es immer glücklicher machen, je mehr man es zu sich nimmt oder benutzt. Das ist bei bestimmten Meditationen in der Tat der Fall, aber das ist bei den Dingen, von denen wir uns Glück versprechen, nicht der Fall. Sondern je mehr wir etwas genießen, umso schlechter wird es. Wenn wir da keine Mitte halten, dann wird es sogar sehr unangenehm. Zum Beispiel wünschen wir uns im Winter natürlich, dass die Sonne scheint, aber wenn wir dann wirklich in der Sonne stehen und es dauert Stunden und Stunden, dann bringt es uns sogar um. Also Sonnenschein ist nicht an sich etwas Angenehmes, es ist unter bestimmten Umständen angenehm. Und wenn wir ein Maß halten, ist es auch okay, das ist sehr angenehm. Aber wenn wir wirklich glauben, Sonnenschein wäre an sich Glück, sind wir Enttäuschung gefangen. Und wenn wir dann anhaften an Sonnenschein und alles Mögliche anstellen, sogar Unmoralisches, um da ranzukommen, dann ist das sicherlich sehr verwirrt und wird vielleicht sogar zu Problemen in der Gesellschaft führen. Auf jeden Fall ist das kein echtes Glück, das nennt der Buddha das Leid des Wandels. Das ist das, was wir normalerweise als Glück bezeichnen. Aber sicherlich mit dem Hintergedanken, dass es ein wirkliches Glück gibt, das wir im Moment noch nicht recht wahrnehmen. Aber der Buddha nimmt uns in gewisser Weise unsere Spielzeuge aus der Hand, damit wir uns endlich mal wirklich ernsthaften Dingen zuwenden, die uns wirklich weiterbringen. Deshalb bezeichnet er das, was philosophisch gesehen eigentlich Glück ist, als Leid des Wandels. Und dann gibt es noch das sogenannte alles durchdringende Leiden. Das ist die Tatsache, dass wir im Moment ohne freien Willen sterben, wiedergeboren werden und das in einem ständigen Kreislauf, ohne dass wir das völlig kontrollieren können. Selbst wenn wir schon auf hohen Stufen der Spiritualität sind, haben wir das immer noch nicht voll und im Griff. Und das ist ein grundsätzliches Leiden. Aber das erkennt nur jemand, der sich schon relativ nahe ans Nirvana entwickelt hat. Da wird ihm das richtig deutlich, dass das eigentlich das letztliche Leiden ist, dass er immer noch keine echte Freiheit hat. Leiden ist eigentlich Unfreiheit. In der westlichen Philosophie bedeutet Leiden auch Unfreiheit. Erleiden. Bei Kant und anderen wird das ganz klar. Leid ist das, was einem zugefügt wird. Wenn zum Beispiel eine Sache auf das andere stößt, dann erleidet diese Sache einen Stoß, ohne dass es das wollte. Also genauso erleiden wir ständig irgendwelche Stöße, die wir keineswegs wollen. Wir wissen nicht, was morgen kommt, ob wir gesund sind oder krank.
ob uns unser Partner wegläuft oder nicht, oder ob wir sonst, ob das Wetter gut ist oder nicht. Wir können einige Sachen etwas beeinflussen, aber letztlich haben wir kaum was in der Hand. Und das ist ein grundsätzliches Leiden. Und die Ursache für dieses Leiden hat der Buddha eben hauptsächlich in den inneren Ursachen festgemacht. Die äußeren Dinge sind zwar etwas, was Leiden auslöst, aber die eigentliche Ursache liegt in uns selber. Und da hat er eben gesagt, es sind die Leidenschaften und die befleckten Handlungen, oder Karma und Klesha, oder Klesha und Karma. Leidenschaften, wie das deutsche Wort schon sagt, eben sind Faktoren im Geist, die Leiden hervorbringen, über kurz oder lang. Leidenschaften ist das, was in unserem Geist Unruhe und Undisziplin hervorruft. Nicht alles, was wir im Geist haben, ist Leidenschaft. Ich sagte vorhin schon, wenn wir einen Wunsch haben, ist das nicht automatisch eine Leidenschaft. Wenn wir ganz ruhig irgendwo sitzen können, in ganzem Frieden und uns etwas wünschen und es anstreben, dann kann das sogar sehr heilsam sein. Das ist keine Begierde. Nur wenn wir etwas unbedingt haben müssen und wenn wir es nicht kriegen, ganz unruhig werden, dann ist es mit Sicherheit eine Leidenschaft. Das können wir am einen Geist feststellen. Und selbst wenn wir im Moment denken, dass es angenehm ist, im Zustand der Begierde zu sein, sollten wir nicht glauben, dass es wirklich angenehm ist. Eigentlich ist der Zustand von Begierde ein sehr unruhiger Zustand, gar nicht so angenehm. Aber er wird oft angestrebt. Man denkt oft, Begierde wäre das, wo man sich wirklich wohlfühlt. Aber in Wirklichkeit ist das wie eine Zeitbombe sozusagen. Die Begierde führt zwangsläufig dazu, dass sich heftiges Leiden einstellen wird. Natürlich ist es beim Hass leichter zu sehen, dass sich sofort Leiden einstellt. Wenn man ärgerlich ist, fühlt sich wirklich keiner wohl. Und alle anderen werden das auch verachten. Wenn man im Zustand der Begierde ist, denkt man im ersten Moment, es ist angenehm. Aber da die Dinge nun mal nicht so sind, wie man im Zustand der Begierde denkt, nämlich völlig beständig und alle Wünsche erfüllend und so weiter, wird irgendwann diese Enttäuschung entsprechend eintreten und dann vielleicht sogar schockhaft ein Leiden eintreten. Deshalb sagt man, Hass ist wie Feuer und Begierde ist wie Wasser. Feuer ist etwas, das, wenn man das am eigenen Körper hat, man natürlich sofort loswerden möchte, weil es wirklich sofort wehtut. Mit Wasser ist das anders. Man geht hinein, badet ein bisschen, benetzt die Haut damit und so weiter, findet es sehr angenehm. Wenn das Wasser immer mehr wird, ertrinkt man aber. Und letztlich kommt es aufs Gleiche hinaus. Begierde ist sogar noch tückischer, weil es in einem Gewand von etwas sehr Angenehmem kommt, in Wirklichkeit einen aber wirklich zerstört. Wir wissen alle, dass wenn ein Mensch wirklich sehr begierig ist, dass er sein Leben wirklich zerstört, bis hin zu Drogen und so weiter. Wir können dann als normale Menschen sozusagen deutlich feststellen, dass es sehr, sehr negativ für ihn und für andere ist. Aber wir alle haben natürlich auch Begierde zu einem gewissen Maß. Und je mehr wir davon haben, umso mehr zerstört es auch uns. Wie gesagt, wenn man keine Begierde mehr hätte, heißt das nicht, dass man keine Emotionen mehr hat. Schon gar nicht, dass man kein Mitgefühl mehr hat. Es bedeutet nur, dass man keine übertriebenen Einstellungen und Emotionen mehr hat. Begierde betrachtet die Dinge auf eine Weise, wie es nicht angemessen ist. Eine Sache, die ein paar gute Eigenschaften hat, bezeichnet man als fantastisch und völlig ohne Fehler. Und eine Sache, manche Sachen, die überhaupt keine guten Eigenschaften hat, findet man auch noch gut. Das ist Begierde. Und dann wird der Geist sehr unruhig. Und was dann entsteht, kann sein, dass man sogar seinen Mitmenschen schadet, um diese Sache zu bekommen. Dann wird es auch wirklich sehr unethisch. Eigentlich ist auch geistige Verwirrung schon unethisch. Aber wir wissen natürlich auch strafgesetzlich, erst wenn es dann in Körper und Rede hineingeht, wird es belangbar. Aber nach dem karmischen Gesetz bildet sich auch schon ein Potenzial im Geist, wenn man nur in diese Richtung denkt. Aber natürlich umso mehr, wenn man auch entsprechend redet. Wenn man zum Beispiel den Einfluss von Ärger jemanden beschimpft, ist natürlich ein bestimmtes Potenzial, das in einem gesetzt wird. Wenn man dann sogar hingeht und stiehlt, tötet und so weiter, ist es noch schlimmer. Und so sagen alle Religionen natürlich, das Erste, was wir annehmen müssen, ist eine Ethik. Das heißt, uns eine Grenze zu setzen. So weit, aber nicht weiter sozusagen. Das ist, selbst wenn man nicht die letztliche Weisheit hat, macht man sich doch klar, wenn ich so weit gehe, jemanden wirklich zu kaputt zu machen oder ihm etwas wegzunehmen, das geht zu weit. Da werde ich dem anderen schaden und mir schaden. Das ist sozusagen der Anfangspunkt. Auf jeden Fall, daraus ergeben sich dann befleckte Handlungen oder eben Karma. In dem Fall negatives Karma. Es gibt natürlich auch positives Karma. Wenn ich Heilsames tue, anderen helfe, ist das natürlich positives Karma, was sich zu Glück auswirken wird. Aber meistens benutzen wir den Begriff Karma jetzt im Negativen, um deutlich zu machen, was die Ursachen des Leidens sind. Wenn ich eben unter dem Einfluss von Leidenschaften dann hingehe und sogar anderen Schaden zufüge, ist das mit sicherlich
mit Sicherheit unheilsames Karma, das sich ansammelt. Ein bestimmtes Potenzial im Geist, was sich weiter fortsetzen wird und in diesem Leben oder in späteren Leben tatsächlich Leiden hervorbringt. Ganz konkretes Leiden dann hervorbringt. Und die Quelle all dieser Probleme ist die Unwissenheit. Das kann ich jetzt nicht im Einzelnen ausführen, weil es ein tiefes philosophisches Problem. Aber die Leidenschaften wie Gier, Hass und Stolz, Neid und so weiter haben alle eine bestimmte Sichtweise der eigenen Person und der Phänomene der Umwelt zur Grundlage, die nicht der Realität entspricht. Mit einem Stichwort, uns erscheinen die Dinge so, als wären sie ganz unabhängig und konkret, als hätten sie eine Eigenexistenz. Aber so etwas gibt es gar nicht, und das ist auch in der modernen Therapie völlig deutlich, dass es kein Ich gibt, das völlig getrennt von der Umwelt existiert. Ganz konkret und auffindbar, so etwas gibt es nicht. Es gibt ein Ich, aber das Ich existiert anders, als es uns erscheint, vor allem im Zustand der Leidenschaft uns erscheint. Das Ich ist etwas, was nur in völliger Abhängigkeit von allen möglichen Umständen und Ursachen und Bedingungen existiert. Zum Beispiel, was wäre ich ohne Sie? Das ist, im Moment kann ich hier nur eine Rede schwingen, weil Sie da sind. Das ist völlig von Ihnen abhängig. Ich bin nicht für mich ein Redenschwinger im Moment. Ich habe keine inhärente Existenz. Ich bin völlig von Ihnen abhängig. Natürlich ist da etwas, was mein Ich ist, aber das existiert offensichtlich nur in Abhängigkeit von anderen. Ganz zu schweigen davon, dass ich Eltern habe und dass ich Nahrung zu mir nehme und dass ich geistige Lehren lerne und so weiter. Das kommt auch nicht durch mich, das kommt durch andere. Ich glaube, Hermann von Fehn hat mal gesagt, alles, was ich habe, kommt von einem anderen. Das Einzige, was ich von mir habe, ist die Gänsehaut, sagt er, glaube ich. Eine ganz gute Zusammenfassung. Auf jeden Fall beschreibt der Buddhismus auf sehr vielen Ebenen, dass alle Phänomene inklusive der eigenen Persönlichkeit etwas ist, was wir heute sagen würden, nur in einer Ganzheitlichkeit oder in einer Beziehung existiert und keine Eigenexistenz hat. Wenn man das vollständig verstehen würde, nicht nur intellektuell, sondern auch meditativ eine Erfahrung machen würde, gäbe es keine Grundlagen mehr für Leidenschaften, weil die Dinge würden einem so erscheinen, wie sie sind, und dann würde man halt sehen, dass bestimmte Dinge bestimmte Vorzüge haben, aber keineswegs nur Vorzüge haben, andere Nachteile haben, aber nicht nur Nachteile. Man würde differenzieren können und würde Dinge nicht mit Hass und Gier belegen, sondern vielleicht würde man sagen, das ist im Moment ein ziemlich schlechten Zustand, das ist ein recht guten Zustand. Aber man würde das nicht als eine feste Größe sehen. Das ist aber Grundlage dafür, dass man im Geist wirklich so extrem wird, dass man Gier, Hass, Neid, Stolz entwickelt. Daraus entwickeln sich dann auch keine befleckten Handlungen mehr. Man wird nicht mehr stehlen und töten und so weiter, weil das ist nur möglich, wenn der Geist entsprechend verwirrt ist. Die Religionen fangen natürlich umgekehrt an. Sie versuchen erst mit der Ethik eine Grenze zu schaffen und dann versuchen sie tiefer zu gehen und einem die Grundlage in der Philosophie deutlich zu machen, weil die meisten Menschen sich gar nicht für Philosophie interessieren. Im Buddhismus ist Ethik aber eigentlich nur der Anfangspunkt hin zur Weisheit. Wenn die Weisheit da ist, würden sich die anderen Sachen von selber ergeben. Jemand, der die Weisheit hat, würde niemals einem Mitmenschen bewusst schaden oder so. So wäre gar nicht in der Lage, ne? Kann das nicht auch, Entschuldigung, aber kann das nicht auch durch bestimmte Praxis, die ich jetzt übe, also ich möchte etwas Bestimmtes für mich erreichen, von dem ich weiß, dass das schwer ist, dass ich das überwinden kann. Ich übe das und mache mir auch Gedanken darüber, mache meinetwegen eine Therapie, spreche mit Menschen darüber, mache vielleicht einen Lehrgang, um mir das psychologische Problem dahinter zu verdeutlichen. Aber kann es nicht trotzdem passieren, dass ich auf anderen Ebenen, die mir gar nicht voll bewusst sind, trotzdem weiterhin in gewisser Weise meine Suche, die ich vorher rein weltlich so gegangen bin mit all diesen Fehlern, dass ich die nicht auf einer anderen, auf einer subtileren Ebene sicherlich vielleicht dann anders aussehen. Sobald eine gröbere Ebene so ein bisschen klarer wird, kommt eine subtilere Entforderung. Das ist allgemein so. Wenn zum Beispiel das Bedürfnis nach Nahrung nicht so im Vordergrund steht, dann kommen vielleicht andere Bedürfnisse, wie zum Beispiel nach Gemeinschaft und so weiter. Wenn das auch befriedigt ist, kommen noch andere Bedürfnisse. Zum Beispiel spirituelle Bedürfnisse kommen erst, wenn alle anderen Bedürfnisse abgedeckt sind. In dem Moment, zumindest bei einem gewöhnlichen Menschen, wenn er Hunger hat, hat er in dem Moment kein Interesse an Spiritualität. Deshalb haben wir auch den Vorzug, wenn wir im Moment die meisten Bedürfnisse einigermaßen abgedeckt sind, können wir uns den spirituellen Dingen richtig zuwenden.
Allerdings gibt es Personen, wo das keine Rolle mehr spielt. Die könnten auch Hunger haben und trotzdem wäre das Spirituelle im Vordergrund. Aber wann immer wir eben auf einer gröberen Ebene bestimmte Sachen nicht mehr so stark sind, dann werden wir subtilere Ebenen feststellen. Und dann macht man sich halt daran, auf der Ebene zu arbeiten. Deshalb gibt es viele Ebenen im Buddhismus. Aber ich würde es ganz gerne eben noch abschließen, weil ich so schön in den vier edlen Wahrheiten bin. Die habe ich bald rum und dann können wir darüber diskutieren. Ja? Gut, also damit sollte klar geworden sein, das Leiden, wie der Buddha es meint, mehr als existenzielles Leiden und die eigentlichen Ursachen, die in Unwissenheit, den Leidenschaften, die daraus resultieren, schließlich den befleckten oder karmischen Handlungen bestehen. Und diese karmischen Handlungen setzen Potenziale, die sich in unserem Geist sozusagen einprägen, so wie sich Rost auf Eisen einprägt oder so Wasserdampf am Deckel festmacht, wenn es hochsteigt. Und diese Potenziale werden irgendwann heranreifen, wie das im Buddhismus heißt. Das kann in diesem Leben noch sein. Natürlich, wenn ich in der Jugend etwas lerne, kann ich später Professor sein und relativ viel Geld verdienen. Dann hat sich dieses Karma relativ schnell ausgewirkt. Aber viele Karmas wirken sich sogar erst in späteren Leben aus. So vieles von dem, was wir im Moment erleben, ist tatsächlich Wirkung von etwas, was wir auch in früheren Leben gemacht haben, wo wir dann zweifellos denken, wie kommt das denn oder wie habe ich das verdient? Allein die Frage zeigt aber schon irgendwo, dass wir auch ein gewisses Verständnis dafür haben, was da eigentlich abläuft. Verdient jetzt nicht so im Sinne von Schuld, sondern es ist mehr eine Naturgesetzmäßigkeit. Und jeder von uns hat diese Anlagen. Und man sollte nicht auf jemanden herabschauen, bei dem diese Anlagen gerade herangereift sind, während es bei einem selber gerade was anderes heranreift, sondern dass jeder hat diese Anlagen normalerweise. Gut, und die dritte edle Wahrheit ist dann eben, dass es ein wirkliches Glück gibt. Das ist die Wahrheit von der Beendigung des Leidens. Da hat der Buddha uns die Vision gegeben, dass es tatsächlich ein Ende haben kann mit all dem Leiden, was ich erzählt habe. Das ist das Nirvana. Nirvana bedeutet nicht, dass man nicht mehr existiert, sondern es bedeutet, dass diese befleckten Anteile der Persönlichkeit überwunden sind oder auch transformiert oder wie immer wir das nennen wollen. Auf jeden Fall anstatt Hass, Gier und Unwissenheit, die die Quelle allen Leidens sind, hat man eben keinen Hass mehr, keine Gier und keine Unwissenheit, sondern eben Weisheit, Mitgefühl, Zufriedenheit und so weiter. Wir können das Nirvana am ehesten vergleichen mit dem Zustand, wenn wir ins Krankenhaus gehen, weil wir körperlich krank sind. Und dann wird uns die Krankheit hoffentlich beseitigt. Und dann gehen wir fröhlich raus und diese Krankheit ist weg. Da haben wir ein körperliches Nirvana erreicht. Natürlich haben wir unsere geistigen Probleme nach wie vor. Aber ein echtes Nirvana würde dann bedeuten, dass nicht nur die körperlichen Probleme weg sind, sondern auch die geistigen. Und in dieser Abwesenheit all dieser Leiden und der Ursachen des Leidens steht einem dann natürlich frei, was man damit anstellt. Und natürlich wird man versuchen, anderen zu helfen. Das ist natürlich unsere Motivation. Obwohl es besser ist als eine Motivation, wo man gar nicht daran geht, seine Leidenschaften zu überwinden. Gut, so ist es Nirvana, also ein Zustand sicherlich höchsten Glücks. Aber Nirvana ist ein etwas schwieriger Begriff, weil es ist eigentlich ein negativer Begriff. Es bedeutet die bloße Abwesenheit von bestimmten Fehlerquellen. Diese Abwesenheit selber ist beständig. Sie hat mit Glück nichts zu tun. Es ist nur so, als wenn ich sagen würde, der hat keine Krankheit. Dieses keine Krankheit sagt nichts darüber aus, wie sich der fühlt. Es sagt nur darüber aus, dass die Krankheit nicht da ist. Genauso, wenn ich sage Nirvana, sage ich, der hat keine Leidenschaften und keine Unwissenheit. Dass diese Person sich dadurch in einem Zustand der Glückseligkeit befindet, ist eine andere Frage. Das sagt aber das Nirvana nicht. Das kann man daraus schließen. Aber der Buddha hat zumindest in den Unterweisungen im Pali Kanon hauptsächlich darüber gesprochen, was weg muss. Damit dann irgendwie, was dann positiv entsteht, vielleicht würden wir da sogar gleich Begierde entwickeln. Da hat es ein bisschen niedergehängt. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass man sofort solche befleckten Einstellungen projiziert, auch auf den Dharma. Wenn der Buddha zum Beispiel angefangen hätte mit dem Nirvana und dem großen Glück, was man genießt, dann hätten die Leute über das Leiden überhaupt nicht nachgedacht und hätten keine anständige Motivation entwickelt für den Pfad. Geschweige denn Mitgefühl. Wie soll man Mitgefühl entwickeln, wenn man ganz begierig auf sein Glück zuläuft und gar nicht drüber nachdenkt, wie man selber leidet und andere leiden? Das ist nicht möglich. Ein seriöser Lehrer wird erst das Leiden lernen und dann die schönen Sachen, die dabei rauskommen. Vielleicht ein Unterschied zu den Sekten, die immer nur davon sprechen, dass man gleich Glückseligkeit genießen kann und so weiter. Wenn wir einen Lehrer finden, der erstmal über die unangenehmen Sachen sehr viel spricht, dann ist es eigentlich seriöser. Können wir davon ausgehen, dass es kein Menschenfänger ist, sozusagen im negativen Sinne, sondern jemand, der einem wirklich helfen will. Sonst wird er nicht über sowas sprechen, was die Anhängerschaft im ersten Moment dezimiert.
Langfristig wird es wahrscheinlich erhöhen, aber kurzfristig wäre es besser, man würde nur von Nirvana und Glückseligkeit sprechen. Wie gesagt, der Begriff Nirvana selber ist etwas schwierig, kann ich hier nicht voll ausführen. Es hat auch was mit der Leerheit zu tun, der sogenannten Selbstlosigkeit und solchen Begriffen. Aber grundsätzlich sagt der Buddha, wir alle haben die Buddha-Natur, die Leidenschaften in unserem Geist sind nur etwas sozusagen vorübergehende Störungen. Sie sind beseitigbar. Er vergleicht das mit dem Himmel. Der Himmel ist oft bewölkt, gerade in Hamburg. Aber das heißt nicht, dass der Himmel selber Wolke ist. Es kann immer der Punkt kommen, und da sind wir ja immer guter Hoffnung, dass die Wolken verschwinden und wieder der Himmel selber hervortritt in seiner makellosen Offenheit und Bläue und so weiter. Das ist nun mal die Natur des Himmels. Der Himmel wird niemals Wolke werden. Trotzdem erscheint es einem natürlich in dem Moment im Winter, wenn es immer bewölkt ist, als wenn der Himmel selber Wolke wäre. Natürlich, unser Geist scheint auch ständig verblendet zu sein von den verschiedensten Verwirrungen und Unwissenheit und Stolz, Neid und so weiter. Aber es heißt nicht, dass der Geist an sich diese Leidenschaften ist. Diese Leidenschaften können definitiv beseitigt werden und dann tritt die eigentliche Natur des Geistes hervor, die der Buddha als klares Licht bezeichnet hat. Das heißt wahrscheinlich nicht, dass wir jetzt schon einfach so klares Licht haben. Im Moment sind halt diese Störungen da und dadurch genießen wir dieses klare Licht nun mal nicht. Es gibt verschiedene Aspekte im Buddhismus, es gibt verschiedene Richtungen. Die einen sagen, wir sind quasi schon erleuchtet, wir merken es nur nicht. Und die anderen sagen, wir müssen zur Erleuchtung uns hinentwickeln. Es kommt aber aufs Gleiche hinaus, weil irgendwas muss man tun. Ob man es sich nun bewusst machen muss oder ob man es erst entwickeln muss, irgendwas muss geschehen, damit dieser Zustand eintritt. Gut, also auf jeden Fall sagt der Buddha, unser eigentliches Wesen des Geistes ist nicht so, wie wir es subjektiv wahrnehmen, als so verwirrt. Aber es ist nun mal im Moment so, genau wie der Himmel oft bewölkt ist nun mal. Und es gibt wohl keinen Moment, wo bei uns nicht Leidenschaften oder zumindest Unwissenheit vorhanden sind. Trotzdem gibt es die Möglichkeit, das zu beseitigen. Und das wäre wohl auch mit Erleuchtung identisch. Und der Weg dahin ist die vierte edle Wahrheit, halt die Ursache des Glücks. Und da kann man sich denken, dass entsprechend das Gegenteil von den Ursachen des Leids geschehen muss. Nämlich anstatt Hass entwickelt man Mitgefühl. Anstatt Begierde entwickelt man Zufriedenheit und sieht die Dinge etwas realistischer und nicht nur die attraktiven Aspekte. Und anstatt Unwissenheit entwickelt man Weisheit, was die letztliche Quelle für alles Glück ist. Weil wenn die Weisheit vorhanden ist, die Weisheit der letztlichen Realität, der Leerheit oder Selbstlosigkeit, dann werden alle anderen Aspekte eben von selber verschwinden, die daraus folgen. Das heißt, im Moment bemühen wir uns, Begierde und Hass und so schrittweise zu dezimieren. Aber wenn wir die Weisheit hätten, würde denen die Wurzel abgeschnitten, dann wird es von selber verschwinden. Aber wie wir vorhin schon sprachen, man kommt eben nicht zur Weisheit direkt, sondern man muss erstmal an den Ästen herumsäbeln, um das ein bisschen zu verringern. Dann wird man vielleicht irgendwann einen Durchbruch haben, eine direkte Erfahrung oder mystische Erfahrung, wo sich dann das von selber gibt. Aber erstmal müssen wir die Kraft sammeln, um sowas zu erreichen. Und dafür sind all die verschiedenen Ratschläge des Buddha gedachte. Letztlich will er, dass wir die Weisheit entwickeln. Das ist sein einziges Ziel letztlich. Wenn wir das erreicht haben, ergibt sich alles andere von selber. Aber er hat, wie gesagt, 84.000 Unterweisungen gegeben, wo er über jede einzelne Leidenschaft verschiedenste Gegenmittel gelehrt hat, auf vielen Stufen, viele Fahrzeuge, damit wir überhaupt die Möglichkeit haben, uns dem zu nähern. Aber im Wesentlichen geht es darum, zunächst Ethik auszuüben, um dem Geist die größten Störungen einfach zu verringern. Auch wenn uns die Weisheit fehlt, warum, aber wir sollten zumindest erstmal nicht töten, nicht stehlen, nicht lügen, wie in allen Religionen gesagt wird. Weil wenn wir das tun, dann wächst die Verwirrung immer noch mehr an. Und natürlich wird in der Gesellschaft entsprechend viel Verwirrung herrschen, wenn man sich nicht daran hält. Allerdings versucht beim Buddhismus auch logisch zu erklären, warum man das lassen sollte und nicht nur als Gebote von irgendeinem äußeren Wesen es anzusehen. Der Buddha hat gesagt, wir müssen ihm nicht alles glauben, nur weil er der Buddha ist, sondern wir sollen das prüfen, wie man Gold prüft, indem man es schneidet, feilt und brennt. Und so sollte man im Buddhismus durchaus verstehen, warum ethisches Verhalten gut ist für einen selbst und andere. Und dann auf der Grundlage von Ethik kann man Konzentration üben. Man wird nicht mehr so viel Verwirrung im Leben haben, man wird weniger Streit mit seinen Mitmenschen haben und dann kann man besser meditieren. Kann üben, den Geist einspitzig auf eine Sache zu lenken, ohne abgelenkt zu sein. Und das benutzt man dann, um die Weisheit einzuüben.
die man durch entsprechendes Studium und Analysen erkannt hat. Man bringt dann die Konzentration und Weisheit zusammen und erlangt durch die große Kraft der Konzentration eine Erfahrung der Weisheit, die vorher nur analytisch war, nur vom Kopf her sozusagen. Und dann erreicht man eine unmittelbare mystische Erfahrung, wo die Leerheit oder die Selbstlosigkeit einem so unmittelbar erscheint, wie mir jetzt die Handfläche vor Augen sozusagen. Das ist der sogenannte Pfad des Sehens. Damit wird man ein Heiliger im Buddhismus. Man erkennt die eigentliche Realität. Vielleicht ist es ein mystisches Erlebnis, was auch in anderen Religionen geschildert wird, mit Begriffen wie Gott oder wie auch immer. Im Buddhismus, aus buddhistischer Sicht, handelt es sich um die direkte Erfahrung der Selbstlosigkeit oder Leerheit. Das übt man dann weiter ein, weil man hat immer noch Anlagen aus der Zeit, wo man diese Erfahrung noch nicht hatte. Das ist dann noch ein langer Weg, aber am Ende steht dann die völlige Eliminierung aller Leidenschaften und sogar der Anlagen davon. Und dann kann man entweder ein Arhat werden oder eben die Buddhaschaft erreichen. Aber wir sollten immer den Hintergrund verstehen, dass es im Buddhismus immer auch um Wiedergeburt geht. Das heißt, dieser Weg ist nicht der Weg eines Lebens alleine, sondern es kann sich über viele, viele Leben hinziehen. Weil, wie gesagt, wie ich es in der Frage vorhin schon beantwortet habe, eben ständig der Geist sich weiter fortsetzt. Er ist zwar nie gleich, aber er geht immer weiter fort, über viele Leben hinweg. Und die Anlagen, die wir in einem Leben setzen, werden sich im nächsten Leben auswirken. Und wenn wir tatsächlich Spiritualität in diesem Leben geübt haben, werden wir im nächsten Leben eventuell eine angeborene Weisheit haben, wo wir uns nicht mehr so anstrengen müssen, um bestimmte Sachen zu erkennen, sondern sie sind, als wenn wir sie wiedererkennen, als wenn wir das schon gewusst hätten. Jeder von uns hat bestimmt solche Ebenen. Einige haben sie in der Religion, andere in der Kunst. Auf jeden Fall Dinge, die man sofort kann. Jeder von uns hat ja Veranlagungen, zweifellos. Das sind karmische Veranlagungen. Warum Mozart so gut Klavier spielen konnte, schon mit 3, 4 Jahren, ist, glaube ich, nicht nur auf seinen Vater Leopold zurückzuführen. Der Vater hat geholfen, dass er seine Anlage sich auswirken lassen konnte. Aber man kann nicht jedes Kind dazu bringen, mit 3, 4 Jahren perfekt Klavier zu spielen. Das ist nur möglich, wenn eine entsprechende Gewohnheit aus früheren Leben vorhanden ist. Gut, dann will ich es erstmal dabei lassen. Das ist eben die Lehre des Buddha von den 4 edlen Wahrheiten in ganz groben Zügen. Ich glaube, Ostern werde ich das ein bisschen ausführlicher schildern. Da kann man dann sich anhören. Würde mich auch freuen, wenn vielleicht einige, Pfingsten, glaube ich, Pfingsten. Der Ostern ist ein Achtsamkeitskursus in unserem Klausurhaus in Sempkelingen draußen, bei Schneeberding. Es sind auch noch Plätze frei, ich würde mich sehr freuen, einige dazukommen, weil dann kann man diese Dinge in Ruhe einüben und weiter besprechen und so weiter. Das kann man diesem hier entnehmen, ich lege es mal hier hin. Das ist erstmal, was ich heute dazu sagen wollte. Gibt es sicher noch Fragen oder Statements? Ja? Wenn jetzt ein Mensch die leidenschaftliche Gier nach mir verlangt und ich in meinem spirituellen Weg erkenne, ich habe nicht für dieses Ego dieses Mannes, sondern für das Wesen dieses Menschen Mitgefühl. Theoretisch darf ich dann die Wünsche des Egos ja nicht erfüllen, weil das widerspricht ja meinem Mitgefühl. Ja, das ist eine Frage, die sich buddhistische Meister auch gestellt haben. Shantideva diskutiert zum Beispiel das Problem, großer indischer Meister, wo hier auch ein Studienweg läuft, wenn jemand auf ihn ärgerlich wird, ob er dafür verantwortlich ist oder ob er ihm dadurch nicht Leiden zufügt. Ich würde sagen, es ist ein bisschen zu streng, wenn man es nicht provoziert hat, kann man letztlich nicht sagen, dass man dafür verantwortlich ist, wenn jemand auf einen ärgerlich ist. Es sei denn, man soll sich immer sehr geschickt verhalten, gerade im Mahayana. Wenn man merkt, jemand wird ärgerlich auf was, was in Wirklichkeit kein Fehler ist bei einem, dann versucht man das halt nicht so deutlich zu machen dem. Ne? Also man versucht tatsächlich, sich so auf den anderen einzustellen, dass man ihm kein Leiden zufügt, selbst wenn man selber ganz untadelig handelt. Aber der Buddha ist sogar so, dass er wie eine Art Schauspieler ist. Er tritt immer so auf, wie es für einen anderen am nützlichsten ist. Und er sagt ihm das, was ihm am meisten hilft. Selbst wenn es gar nicht seiner letztlichen Lehre entspricht. Ne? Und so müssen wir versuchen, mit unserer begrenzten Weisheit eben zu versuchen, uns so zu verhalten, dass es andere am wenigsten provoziert. Allerdings gibt es Momente, wo man etwas klar aussprechen muss, was dem anderen nicht angenehm ist. Und das ist trotzdem richtig. Das heißt, in dem Moment fügt man jemandem zwar ein zeitweiliges Leiden zu, was aber ein langfristiges Leiden von ihm abhält. Und das ist völlig legitim. Das wäre sogar ganz falsch, wenn man alles schön färbt und so. Sondern man muss jemanden
in einer richtigen Situation auch deutlich die Grenzen zum Beispiel aufzeigen, was auch in der Therapie eine große Rolle spielt. Oder allgemein auch seine Fehler durchaus mal deutlich machen, wenn er es hören will. Nur es gibt ganz wenig Situationen, wo es jemand hören will. Aber wenn wirklich jemand zu einem kommt und einen Ratschlag haben will und man würde dann die Dinge zu schön färben, wäre es ganz unklug. Ne? Wichtig ist die Motivation, aber auch die Weisheit ist wichtig. Ne? Das heißt, es ist ja auch in unserer Verantwortung, dass wir noch nicht weise genug sind, dass wir nicht entscheiden können, was für den anderen am besten ist. Und das ist die Haupttriebkraft, weshalb man ein Buddha werden will, weil der Buddha weiß genau, was für den anderen gut ist. Wir wissen es nicht. Also jeder, der sich hinsetzt und über Buddhismus zum Beispiel was erzählt, der nicht ein Buddha ist, der wird bei einigen Dingen auslösen, die dem sogar schaden, weil sie es falsch verstehen oder so. Nur der Buddha würde das Optimale erreichen. Das heißt, er würde bei jedem genau die Veranlagung sehen. Nicht nur den Geisteszustand, sondern auch die Veranlagung. Was immer er sagt, wird bei dem anderen zumindest das Optimum erreichen. Trotzdem hatte der Buddha Feinde. Es gab Leute, die wollten ihn töten. Und wir wissen auch von modernen, ziemlich heiligen Personen wie Gandhi, Jesus gar nicht zu sprechen, Sokrates, dass sie offenbar in Gefahr sind, von anderen Schaden zu erleben, weil es Leute oft provoziert, wenn jemand heilig ist. Aber da gibt es eine Grenze der Verantwortung bei einem selber. Also man kann nur versuchen, so wenig wie möglich Leute zu provozieren. Aber wenn man die Wahrheit ausspricht und es ist notwendig und richtet sich jemand darüber aus, dann ist das sein Problem. Es ist nicht schön, man findet das traurig, aber man kann es da nicht ändern. Es gibt, wie gesagt, Dinge, die man nicht ändern kann. Aber das Mitgefühl bezieht sich auf die Wesen und nicht auf die egozentrischen Wünsche der Menschen. Das tatsächliche Mitgefühl gemeint. Dass man, ja, ist zum Beispiel die Frage, wenn jemand von einem Messer haben möchte, man weiß, er will sich umbringen, dann wird man es ihm nicht geben. Ne? Obwohl das Mitgefühl eigentlich nahelegt, jemandem was zu geben, was er gerne haben möchte. Aber da kommt die Weisheit ins Spiel. Wir müssen alle der sogenannten sechs Vollkommenheiten des Bodhisattvas, was zum Beispiel Weisheit und Freigebigkeit ist und Geduld, miteinander vermengen. Das heißt, wir müssen die Weisheit der Freigebigkeit entwickeln. Freigebigkeit bedeutet nicht jedem alles zu geben, was er gerne haben möchte. Sondern Freigebigkeit bedeutet, wenn es dem anderen hilft, ihm das zu geben, was man ihm geben kann. Und dazu bereit zu sein, ohne Egozentrik davor zurückzuschrecken. Aber wenn wir keine Weisheit haben, geben wir in der Tat einem Kind eine Waffe oder so etwas, oder ein Porsche, das nützt ihm auch nicht viel. Oder wir lehren jemanden zum Beispiel etwas, was für ihn nicht gut ist. Es gibt zum Beispiel einen tantrischen Buddhismus, der ist in Wirklichkeit die höchste Ausprägung des Buddhismus. Außerordentlich hochstehende Lehre, sehr ethisch, perfektes Fahrzeug. Aber es gibt Menschen, deren Geist eben unklar ist und die, wenn sie das hören, falsche Konzepte bilden. Und die sich dann selber schaden. Und denen würde man das dann nicht lehren, obwohl man gerne würde, dass sie es verstehen. Aber aus Mitgefühl heraus lehrt man es im Moment nicht. Deshalb kann man von einem geheimen Fahrzeug sprechen. Nicht, weil dieses Fahrzeug irgendwas hat, was man verstecken sollte, sondern weil Menschen damit falsch umgehen. Ja, und das ist ein wichtiger Aspekt. Ein Bodhisattva und vor allem Buddha natürlich handelt immer so, dass es anderen am meisten nutzt. Und er ist darin sehr geschickt. Er hat die sogenannten geschickten Mittel. Sowohl im philosophischen als auch in anderen Aspekten. Deshalb lehrt der Buddha bei der Darlegung der letztlichen Realität nicht immer nur die höchste Ebene. Er lehrt niedere Ebene. Er lehrt sogar Ebenen, die letztlich so nicht sind, sondern die einen aber doch in die Richtung bringen. Weil er nicht darauf, es kommt ihm nicht darauf an, dass alle Leute merken, wie intelligent er ist und was er für tolle Lehren hat, sondern es kommt ihm darauf an, was demjenigen im Moment hilft. Aber wie gesagt, normale Lehrer haben nicht die Möglichkeit, jedem genau das zu lehren, was ihm am meisten hilft. Man kann nur schrittweise seine Weisheit entwickeln und versuchen, ein Optimum zu erreichen. Und deshalb möchte ein Bodhisattva ein Buddha werden, weil er weiß, dann macht er am wenigsten Fehler oder gar keine Fehler mehr. Aber selbst ein Buddha hat, wie gesagt, Leute, die ihn nicht mögen. Der Ananda sagte mal zum Buddha, lass uns hier weggehen, die Leute reden so schlecht von uns. Hat der Buddha gesagt, wo sollen wir denn dann hingehen? Es gibt heute sogar Leute, die über den Dalai Lama schlecht reden. Und wenn man das korrekt analysiert, was der Dalai Lama macht, ist wirklich makellos. Ich würde sowas nicht einfach so daher sagen. Ich bin eigentlich sehr skeptisch und kritisch. Aber gerade in der derzeitigen, was ihm kritisiert wird, zeigt sich nur seine große Entschlossenheit fürs Positive. Und natürlich gibt es da Leute, die das falsch auslegen, missverstehen oder sogar neidisch sind, böswillig sind. Und der Dalai Lama ist davon überhaupt nicht irritiert, weil er weiß das.
Du kannst perfekt sein, du kannst ein Buddha sein, es wird Leute geben, die dich heftig beschimpfen. Was soll dich das stören, solange du den Eindruck hast, du machst das richtig? Wir sind nur dann gestört, wenn wir den Eindruck haben, wir machen es nicht richtig. Ne? Aber es ist kein Anzeichen von erleuchtet sein, dass man keine Leute mehr hat, die einem schaden wollen. Ne? Scheint sogar wirklich gefährlich zu werden, wenn man sehr hochstehend ist. Warum das genau so ist, muss man drüber nachdenken. Aber es ist eindeutig, dass es offenbar gefährlich ist, wenn jemand sehr, sehr... Sicherlich auch was damit zu tun, inwieweit man das Links und Rechts, also das Plus und Minus, den Schatten in sich quasi integriert hat und wirklich auch das Ich weggeben kann. Also ich habe das oft gemerkt, je mehr Freundlichkeit oder einfach Herzensgüte, dass man sich über jemanden freut und dem begegnet, von einem selber ausgeht, dass man dadurch oft schon alleine, nur alleine im Raum stehen kann und alle anderen wie Pfeile von einem weggehen, statt zu einem zu. Durch Mitgefühl? Ja, das habe ich schon erlebt. Wenn man es innerlich in sich hat? Ja, also wenn man das so in sich trägt und betritt bestimmte Räume, wo vielleicht nicht so viele Menschen sind, oder man schwingt gerade in so einer ganz hohen Schwingung vielleicht noch, mhm, und trägt was mit sich, dass es Leute auch richtig schrecken kann. Ja, das ist kurzfristig, ne? Energieebene. Ja, man muss unterscheiden. Kurzfristig kann so ein Schockeffekt auftreten. Langfristig sollte eigentlich, wenn man wirklich das Mitgefühl hat, dass Leute sehr stark anziehen. Ja. Aber wie gesagt, es kann sein, dass da jemand ist, der wirklich unheimliche Ausstrahlung hat und die Leute schrecken fast schockartig zurück. Aber wenn er so richtig auf sie eingeht, wird er sie langfristig an sich ziehen. Ne? Also, dass sie dann langsam wieder kommen. Und so ein jemand mit so einer Ausstrahlung wird auch nicht so auftreten, dass er Leute so zwingt, sondern er wird mit einer sanften Energie sie an sich binden. Schon so, dass er sie an sich binden will, weil er ja was Gutes für sie will. Aber er wird sie nicht überfahren. Ne? Und man sagt auch, je hochstehender man praktiziert, sollte man unauffälliger auftreten. Ne? Das heißt, man sollte äußerlich nicht erscheinen wie jemand, der Zauberkräfte hat oder so, sondern ganz normal auftreten, aber mit Mitgefühl. Und das werden Leute irgendwann merken und das wird zweifellos viele an einen binden. Ne? Tsongkhapa hat mal gesagt, die Art, Leute um sich zu sammeln, ist die Ethik. Ne? Das heißt, du kannst auch in einer Höhle sitzen und keine Talkshows und so weiter mitmachen. Und trotzdem werden die Leute zu Tausenden zu dir kommen, wenn du ethisch bist. Gerade heute, wo das so selten ist, wenn da wirklich jemand wäre, der das, was er sagt, wirklich verstanden hat und auch erfahren hat, der hätte eine unheimliche Durchschlagskraft. Ne? Gegenüber all denen, die behaupten, sie hätten spirituelle Erfahrung. Natürlich wird derjenige, der in die Talkshows geht, kurzfristig mehr Leute im Vortrag haben. Aber langfristig, über Jahrhunderte gesehen, gibt es keine Chance, dass solche Leute sich durchsetzen. Der Buddhismus hat sich 2500 Jahre durchgesetzt ohne Gewalt, einfach aufgrund der Kraft der Wahrheit. Ne? Und die Lehrer sollten sogar normalerweise eben unaufdringlich und unmissionarisch auftreten. Und gerade das wird Leute auch anziehen. Ne? Also da bin ich fest überzeugt. Nur kurzfristig geschehen halt viele Katastrophen, weil eben Spinner und so viel Lärm machen. Ne? Es gibt so ein tibetisches Sprichwort, so kleine Flüsse machen viel Lärm, der Ozean ist ruhig. Ne? Aber eben diese, die so viel Lärm machen, stehen sie im Vordergrund und die machen in der Politik leider sehr viel Lärm. Ne? Aber langfristig, also wenn wir wirklich viel Zeit hätten, zum Beispiel was Tibet angeht, würde sich die Wahrheit sicherlich durchsetzen. Das Problem ist, dass kurzfristige Gewalt dazu führt, dass es vielleicht gar kein Tibet mehr gibt in dem Sinne. Das ist dann auch wenig hilfreich. Aber wir dürfen davon ausgehen, das sehen wir ja auch in allen Ländern, dass sich alle Länder wieder befreien, die es verdient haben. Und dass sich dann auch wieder die Wahrheit durchsetzt. Kein Diktator kann sich eigentlich endgültig halten. Nur zwischenzeitlich müssen so viele Leute leiden, weil diese Leute so viel Lärm machen. Das ist das Unangenehme. Aber eigentlich setzt sich die Kraft der Wahrheit und auch des Mitgefühls sanft durch. Kann sein, dass kurzfristig das Mitgefühl Leute sogar schockiert. Langfristig wird es sie immer anziehen. Das ist ja das, was Leute letztlich suchen. Sie suchen auch weniger Begierde oder so, sie suchen jemanden, der Mitgefühl hat. Davon bin ich überzeugt. Ne? Kurzfristig werden Begierdeobjekte attraktiver erscheinen. Langfristig wird man merken, dass man eigentlich was anderes sucht. Ne? Welche Rolle spielt die Seele im Buddhismus? Ja, das ist immer eine Definitionsfrage auch. Ne? Also Seele wird man manchmal mit dem Atman gleichsetzen in der indischen Philosophie. Dann hat der Buddha das ausdrücklich abgelehnt, weil Atman in der hinduistischen Philosophie wäre ein Ich, das beständig ist, teilelos und unabhängig. Und der Buddha hat gesagt, es gibt überhaupt keinen Grund anzunehmen, dass es so etwas gibt.
sondern das Ich ist natürlich unbeständig. Es wandelt sich in jedem Moment. Es hat Teile an Körper und Geist. Und es ist abhängig von Ursachen und Bedingungen. Das ist sogar seine Grundlehre. Und in dem Zusammenhang hat er abgelehnt, dass es so etwas gibt, weil es die Quelle der Unwissenheit ist und sogar zu Leidenschaften führt. Wenn man aber Seele versteht, dass man irgendwie etwas Gutes in sich hat, was ich ja als Buddha-Natur bezeichnet habe, oder dass man das Potenzial hat zum Heilsamen, das ist natürlich eine sehr schöne Vorstellung. Nur wenn man auf eine letztliche Ebene kommt, ich habe ja schon öfter gesprochen, es gibt viele Ebenen, vielleicht sagt man jemandem auf einer anfänglichen Ebene, du hast eine Seele, damit er überhaupt merkt, dass er nicht nur Körper ist und dass er nicht nur materialistisch denkt, und dass er auch spirituell denkt. Und dann, wenn er sich ein bisschen dran gewöhnt hat, sagt man ihm vielleicht, so wie du dir Seele vorstellst, gibt's das nicht. Aber es gibt tatsächlich ein Potenzial des Geistes, was göttlich ist und so, aber das nicht beständig ist. Es muss auch gar nicht beständig sein. Warum? Dieses Greifen nach Beständigkeit ist wiederum Ausdruck der Unwissenheit letztlich. Nur im spirituellen Rahmen. Wir finden auch in den Religionen immer wieder das Greifen nach Beständigkeit, was letztlich aus dem Greifen und der Begierde kommt und so weiter. In den Philosophien, selbst in den buddhistischen Philosophien, gibt es ganz viele Ebenen. Und die unteren Ebenen, die wollen immer noch irgendwas retten an unabhängiger Existenz. Irgendwas finden sie immer noch, was irgendwie eigenständig ist. Und sei es der Geist oder irgendwas. Nur die Madhyamika-Schule von Nagarjuna, die schlägt wirklich da alle Trosse los, sozusagen. Da ist wirklich endgültig, dass man sich wirklich dem Fluss der Dinge hingibt. Aber selbst Philosophen, die sich ja schon ein bisschen gelöst haben von der Begierde nach materiellen Objekten, die greifen dann nach bestimmten Vorstellungen und Ideen. Und so kann selbst der Seelenbegriff letztlich eine sehr subtile Unwissenheit sein, die einen an Sansara bindet. Aber die Seelevorstellung führt auch dazu, dass man vielleicht denkt, ich muss mich entsprechend dieser Seele verhalten. Und meistens denkt man ja bei Seele an was Positives und dann, man eben ethisch lebt und so, ne? Wie das Hinduisten ja auch in der Tat tun. Der Buddha hat ja nicht den Hinduismus an sich abgelehnt, er sagt nur diese philosophische Spitze sozusagen, da bin ich anders, ne? Das sehe ich ganz anders. Ne? Er hat aber tatsächlich gesagt, das Nirvana kann man nicht erreichen mit solchen Vorstellungen. Man kann aber eine Art Himmel oder so vielleicht erreichen, ne? Ein hohes Dasein. Ne? Aber Seele ist natürlich ein westlicher Begriff und Christen formulieren leider auch nicht deutlich, was das ist. Ich habe zumindest noch keine Definition gehört. Der Geshe fragt immer wieder bei öffentlichen Veranstaltungen, was denn Seele sei. Bisher haben wir keine befriedigende Antwort gehört. Aber in der Samkhya-Philosophie des Hinduismus wird das schon definiert. Und da lehnt es der Buddhismus ab. Wie, was hat die Seele jetzt mit dem Vado-Körper zum Beispiel zu tun? Ja, wenn es sie nicht gibt, hat sie gar nichts damit zu tun. Aber ja, grundsätzlich, ich sagte schon, was wir ja glauben, ist, dass das Geist sich über dieses Leben hinweg fortsetzt. Mhm. Nur man muss es wohl so radikal sehen, dass da nichts gleich bleibt, sondern es setzt sich fort wie so ein Fluss. Wir können da nicht irgendwas Beständiges festhalten, aber in der Tat setzt es sich fort. Und auch im Bardo hat man einen Geisteszustand und hat dann einen subtilen Körper, nicht so einen grobstofflichen. Mhm. Man hat sogar immer einen Körper. Vor allem nach tantrischer Auffassung gibt es überhaupt keinen Zustand, wo man keinen Körper hat. Ja, das glaube ich auch. Das ist keine Frage von Glauben, aber... Nee, ich habe das auch gesehen, das war für mich auch die reinste Zauberei. Ich habe sehr darunter gelitten, diese Erfahrung zu machen, einen anderen Körper wahrzunehmen, obwohl er überhaupt nicht da ist. Bin davon des Nachts aufgewacht, das hat mich sehr erschreckt und hat mich sehr über Seele, Vado-Körper und auch über die Augenebenen, über die transpersonale, ätherische und bioplasmatische Sache nachdenken lassen. Deshalb frage ich auch in... wie weit ist jetzt zum Beispiel über den Vado-Körper eine Erklärung in Hinsicht auf die Unterteilung, wie man das jetzt medizinisch machen würde, in mental, kausal, ätherischen Leib und so weiter? Oder auch eben im Zusammenhang mit der Seele zu sehen? Also das Wesentlichste, was man eben im Zusammenhang mit Vado eben sehen soll, indem man sich diese Prozesse klammert, ist, dass es über dieses Leben hinausgeht und dass eben ethisches, heilsames Verhalten die Chancen wesentlich erhöht, dass es einem Bardo und im nächsten Leben gut geht. Und negatives, unheilsames Verhalten macht tatsächlich die Chancen geringer. Das ist ein, da kann es zum Beispiel sein, dass man im Zwischenzustand entsprechend noch verwirrter ist, weil da alles noch viel subtiler ist. Das Bardo wird mit dem Traum verglichen. Wir wissen alle, dass wenn wir den Tag über vernünftig gelebt haben, was Heilsames getan haben, dass wir eigentlich davon ausgehen können, dass die Nacht relativ ruhig wird, die Träume relativ angenehm
und wir dann morgens frisch aufwachen. Genauso sollten wir uns das mit Tod, Bardo und Wiedergeburt vorstellen. Wenn unser Leben relativ heilsam und klar, ich denke auch rational klar ist, wenn die Dinge deutlich sind und wenn man Heilsames tut und eine gute Motivation hat, dann ist das so, als wenn man gut einschläft. Und im Bardo, wo man dann keine Kontrolle mehr hat wie jetzt, so, sondern wie im Traum quasi, es läuft einfach ab, ne? Mehr oder weniger Kontrolle halt. Da wird dann automatisch dann so wie ein angenehmer Traum sein. Und dann tritt man automatisch in eine gute Wiedergeburt ein, so wie man eben plötzlich positiv aufwacht und gar nicht weiß, wie es gekommen ist. Das ist sehr ähnlich. Im Tantra wird geschildert, dass diese Prozesse parallel sind. Aber es ist nicht so wichtig, sich im Moment genau zu beschäftigen mit diesen Geistleibern und so weiter. Wir können sie im Moment nicht wahrnehmen. Der Buddha kann sie natürlich direkt wahrnehmen. Uns hilft das nicht weiter, sondern uns hilft nur weiter zu verstehen, was wir tun müssen, damit es uns gut geht dann. Aber es hat keinen Zweck, sich allzu sehr mit Geisterreichern und so zu beschäftigen, weil das sind letztlich auch einfach Lebewesen, wie wir, mehr oder weniger verwirrt. Hm? Ja, es kann ja aber auch sein, dass es letzten Endes, also es muss ja nicht einfach jetzt ein Geist sein, der wirklich körperlos ist, sondern es kann ja auch ganz einfach eine Art Seelenwanderung von mir selbst sein, dass ich jemand anders quasi als Schatten begegne. Also es hat mit dem eigenen Karma zu tun. Aber normalerweise sagt der Buddhismus, ich bin doch getrennt von einer anderen Person. Ich sagte ja schon, relativ getrennt. Wir sind alle in Verbindung miteinander. Aber wir sind einzelne Personen und wir sollten das auch nicht vermischen. Wir erleben auch die Folgen unseres eigenen Karmas. Das heißt, die Handlungen, die sie durchführen, muss ich nicht erleben und umgekehrt. Sondern wir sind selber dafür verantwortlich. Aber wir leben auch, es gibt auch kollektives Karma. Das heißt, wenn wir hier nett zusammensitzen und über Dharma reden, ist das normalerweise ein heilsames Karma. Und es liegt nahe, dass wir in dieser oder späteren Existenz wieder irgendwie zusammenkommen, vielleicht sogar als Gruppe, vielleicht uns wieder mit Dharma oder Ähnlichem beschäftigen. Das sind aus buddhistischer Sicht die karmischen Ursachen dafür, dass bestimmte Gruppen plötzlich gut zurechtkommen oder eben nicht gut zurechtkommen. Genauso ist auch individuell im Leben so, dass wenn wir heute eine gute Beziehung eingehen, es naheliegt, dass wenn wir uns morgen wieder treffen, wir eine gute Beziehung haben. Das ist eigentlich naheliegend, wenn nicht irgendeine Störung dazwischen kommt. Und das kann sich dann immer weiter fortsetzen, solange keine Störung auftritt. Ja? Für mich war es, würde ich sagen, ein wenig ermutigend, in einem Buch vom Dalai Lama so viele Bedingungen oder an Tugendhaftigkeit gebundene Handlungen oder Bedingungen zu lesen, wahrzunehmen, was mir dann die eigenen Mangelhaftigkeiten umso mehr vor Augen geführt hat. Vielleicht dachte ich, wie soll man das hier? Das schaffst du ja nie. Ja, es gibt im Buddhismus immer verschiedene Belehrungen. Einige sollen einem so ein bisschen den Ernst der Lage deutlich machen und andere die Chancen. Ne? Man muss selber sehen, in welchem Zustand man ist. Wenn man das Gefühl hat, man ist relativ faul, sollte man sowas sehr intensiv studieren. Und davon wird, wie gesagt, wohl in den klassischen Schriften mehr ausgegangen, dass die Leute etwas sorglos und faul sind. Dann sagt man ihnen, also wenn ihr euch nicht langsam an Riemen reißt, so selbstverständlich ist das nicht, dass ihr immer wieder als Menschen wiederkommt. Ne? Andererseits wird aber auch durchaus gesagt, eben welches Potenzial das Heilsame hat, das ein Mensch durchführt. Wenn ein Mensch eine heilsame Handlung macht, ist das viel durchschlagskräftiger, als wenn ein Tier zufällig was tut. Also man hat eine enorme Chance als Mensch. Aber wir leben in einer Ambivalenz, da kommt man nicht raus. Das Menschenleben ist so eine Art Zwischenzustand. Entweder geht es zum Positiven weiter oder zum Negativen. Es gibt keine Garantie, dass es zum Positiven weitergeht. Hat der Buddha leider nicht gegeben. Es mag ja andere Strömungen geben, aber wenn man sieht, wie manche Menschen sich verhalten, wäre es relativ unlogisch, davon auszugehen, dass die automatisch wieder in hohen Zuständen geboren werden. Das würde mir nicht einleuchten. Aber wie gesagt, man muss das als Meditation verstehen. Wenn der Geist sehr faul ist und sich nicht bemüht, dann muss er als Gegenmittel darüber nachdenken, dass er, wenn er nicht die entsprechenden Ursachen ansammelt, sich das nicht positiv ergeben wird. Eine gewisse Furcht ist Grundlage der Zuflucht. Und es ist eine Illusion zu glauben, dass ohne Furcht in der Religion irgendwas passiert. Wir haben nun mal auf tieferen psychologischen Schichten, das kann auch jeder Therapeut sagen, Angst oder Furcht. Wir müssen das wahrnehmen und diese Furcht ist in gewisser Weise auch begründet, wenn wir uns entsprechend negativ verhalten. Wenn wir uns positiv verhalten, brauchen wir uns auch nicht zu fürchten. Dann nimmt man als Buddhist Zuflucht,
was hauptsächlich bedeutet, dass man sich an die Grundanweisung des Buddha hält, nämlich anderen nicht so viel Schaden zuzufügen. Und dann sollte man eigentlich guter Hoffnung sein. Ne? Aber unbegründete Hoffnung ist eine Illusion. Das hat der Buddha nicht, also man sagt manchmal, oh, ich mache mir jetzt einfach keine Gedanken und lebe fröhlich in den Tag. Sehr schön und gut. Oder manche sagen, auch wenn der Tod kommt, dann merke ich ja, wie der ist. Da brauche ich mich ja jetzt nicht drum kümmern. Aber so einfach ist es nicht. Wenn der Tod kommt, ist es zu spät. Ne? Also jetzt ist der Moment, sich auf den Tod vorzubereiten. Sonst gibt es keinerlei Garantie, dass man dann besonders gut mit dem Tod zurechtkommt, wenn man sich nie damit beschäftigt hat. Jede Religion beginnt mit der Beschäftigung mit dem Tod, weil es eine vernünftige Religion ist. Nicht, weil sie einem einfach Angst einjagen wollen, sondern weil es eine Realität ist, dass wenn man sich nicht damit beschäftigt, ist die Motivation nicht korrekt. Man wird sehr weltliche Motivation haben und man nimmt die innere Realität nicht wahr, weil das Menschenleben hat mit Furcht vor dem Tod zu tun. Wir sind im Moment in einer Bewusstseinsebene, wo wir uns des Todes bewusst geworden sind. Das führt zu vielen Störungen in der menschlichen Gesellschaft, bis hin zu Massenmorden und so weiter. Aber gleichzeitig birgt es die Möglichkeit der Erleuchtung, weil der Weg geht nur über den Tod. Angesichts des Todes hat eben auch das egoistische Leben keine Grundlage mehr. Und man kann wirklich durchstoßen zu etwas Höherem. Aber die Beschäftigung mit dem Tod ist absolut grundlegend und ist im Lamrim, im Stufenweg zur Erleuchtung, so die zweite hauptsächliche Meditation. Zuerst macht man sich den Wert des Menschenlebens deutlich und dann, dass man es nicht ewig zur Verfügung haben wird. Und daraus soll dann die Konsequenz sein, also soll ich jetzt mal langsam in die Hufe kommen und ein bisschen Dharma praktizieren. Das hat noch nichts mit Nirvana zu tun, sondern nur, dass man denkt, ich kann meine Zeit nicht beliebig verschleudern und ich sollte anderen keinen Schaden zufügen. Dann geht es weiter, dass man Zuflucht nimmt. Als Gegenposition gegen die Furcht wird dann halt Zuflucht gesetzt. Und Zuflucht bedeutet hauptsächlich, dass man anderen keinen Schaden mehr zufügt. Das ist eigentlich das Wesentliche. Und dann kann man sich ernsthaft Buddhist nennen und ist auf einem guten Weg und braucht nicht viel Angst zu haben. Aber ohne, dass man sich das Leiden und den Tod bewusst macht, läuft da aus buddhistischer Sicht gar nichts. Und es wäre unrealistisch zu sagen, wir haben gar keine Furcht oder so. Nur Furcht und Hoffnung müssen ausgeglichen sein. Wenn man kein Zufluchtsobjekt hat, ist es natürlich gefährlich. Was soll man jemandem sagen, der sich vom Tod fürchtet, aber sich keinerlei Interesse an Religion hat? Aus therapeutischer Sicht kann man auch nichts zu sagen. Ein Freund von mir, mein Ausbilder in Gestalttherapie, sagt, als er sich mit dem Tod beschäftigte, angesichts des Selbstmordes eines Freundes, der war schon 15 Jahre Therapeut, auf allen Ebenen, Psychoanalyse, Gestalttherapie, keinerlei Antwort darauf gefunden. Dann hat er sich an die Religion gewandt und hat durchaus eine Perspektive gefunden. Und so sieht man deutlich, dass die Beschäftigung mit dem Tod wie eine Eingangspforte zur Religion ist. Der Buddha hat gesagt, es ist die Fußspur, die die stärksten Eindruck macht, so wie die Fußspur des Elefanten die stärkste ist. Das heißt, es ist sehr unangenehm im ersten Moment, aber nie wieder wird der Geist eine so große Veränderung durchlaufen, wie wenn er sich des Todes bewusst wird. Das sehen wir ja auch in der Lebensgeschichte des Buddha. Ein heftiges Leiden tritt dann auf, aber auch eine heftige Dynamik zum Positiven. Das hat ja auch starke ethische Inhalte. Ne? Weil man dann ja erkennt, wenn der Tod etwas zu tun hat mit Verhalten, ethischem Verhalten, dann spätestens wird man versuchen, ein heilsames Leben zu führen. Das ist im ersten Moment noch mit Furcht in Verbindung. Ne? Aber auf höheren Ebenen geschieht es auch aus Freude. Und so, ne? Aber ich glaube, erstmal müssen Menschen auch eine Grenze gesetzt kriegen, teilweise auch mit Furcht. Allerdings sollen sie nicht erstarren vor Angst. Das ist wieder was anderes. Aber man muss immer sehen, wenn man vor sich hat, wenn jemand sowieso eine Paranoia hat, sollte man im Moment nicht mit ihm über die Möglichkeit sprechen, dass es auch schlecht weitergehen kann, sondern dann baut man ihn auf. Und ich glaube, das ist der Normalfall im Westen. Ich würde im Westen kaum über die Möglichkeiten von Leiden, die in der Zukunft auf einen zukommen, sprechen, sondern immer mehr über die Möglichkeiten, die man hat. Es sei denn, ich merke, jemand ist sehr faul. Und so. Ich glaube, das ist sowieso die grundlegende Furcht, die uns treibt. Also einmal, dass man über das, was man vielleicht verkehrt gemacht hat in der Vergangenheit oder was man vielleicht da nicht begriffen hat, also über Schuld der Vergangenheit nachdenkt und über Angst vor der Zukunft, weil die ungewiss ist. Und wie ich schon sagte, man sich leiten lässt, desto weniger ist man dann auch jetzt, also am heutigen Tag richtig beteiligt. Ja, diese Furcht sollte zu entschlossener Zuflucht führen und dann soll die Furcht weniger werden. Ja, dann braucht man sie nicht mehr davon zu plagen. Das ist genau wie mit dem Schuldgefühl. Das bringt nichts, sondern entschlossene Reue, sich zu sagen, das war schlecht und jetzt mache ich es besser. Und dann hat man den Kopf eigentlich frei.
Genauso mit der Furcht, sie bringt einen durchaus dazu, Zuflucht zu nehmen. Wenn man sie dann genommen hat, sollte man eigentlich sorgloser sein. Nicht im negativen Sinne sorglos, aber doch freier. Das ist aber in jeder Religion so. Wenn jemand wirklich Glauben hat, sollte er sich nicht mal mehr vom Menschen fürchten. Das ist zum Beispiel ein positiver Nebeneffekt. Man fürchtet sich nicht mehr vom Menschen. Montaigne hat das auch gesagt. Seit ich den Tod kenne, habe ich keine Angst mehr vor den Menschen. Das ist, aber jede Philosophie ist das Einüben des Todes. In der Antike ist das immer so gesagt worden. Philosophie bedeutet ja, dass man in seinen eigenen Geist hineingeht. Damit sondiert man sich ja sowieso ein bisschen von der Außenwelt und erlebt den Tod in gewisser Weise schon voraus. Im Tantra gibt es sowieso Methoden, alle Schritte des Todes genau zu durchlaufen in der Meditation. Dann ist der Tod sowas wie eine Meditation. Der Tod ist nichts anderes in letztlicher Weise als der Dharmakaya des Buddha, das heißt sein allwissender Geist. Das, was für uns das heftigste Leiden ist, ist auf einer endgültigen Ebene reine Erleuchtung. Der Tod ist nichts anderes als der subtilste Geisteszustand, der gleichzeitig der kraftvollste ist. Aber weil wir natürlich Angst davor haben, alles Mögliche zu verlieren, was wir gerne behalten wollen, ist es für uns ein sehr qualvoller Prozess. Wenn jemand frei davon wäre, da so dran festzuhalten, würde er nur das erleben, was ich schon sagte, ist klare Licht. Und das kann er zur Meditation benutzen und würde in kürzester Zeit die Buddhaschaft erreichen. Aber solche Mittel gibt es nur im Tantra. Wollen wir abschließen noch mit einer kurzen Meditation? Thank you.